Hi und herzlich willkommen zu einem Tipp zu Dark Souls 3 von xboxuser.de. Wir gucken uns heute den Kristallweißen an, ein Endboss, der meiner Meinung nach zu den einfachsten im Spiel gehört. Warum ist dieser Gegner so einfach? Weil zwischen dem letzten Leuchtfeuer und dem Gegner sehr, sehr viele kleine Gegner sind, die ordentlich Seelen einbringen und ihr damit schon mal die Möglichkeit habt, richtig leicht und schnell aufzuleveln, bevor ihr in den Kampf geht. Doch selbst der Kampf selber ist nicht sonderlich schwer. Der Gegner attackiert euch mit hauptsächlichen Zauberangriffen und hin und wieder mit einem Nahkampfangriff. Diese Kristalle, die der Gegner schießt, sind relativ einfach zu umgehen. Und wenn ihr genügend Konditionen habt, könnt ihr dann mit einer langen Combo schon erhebliche Energie des Gegners abzweigen. Nach einigen Treffern teleportiert dieser sich weg und versucht euch mit so Eiskristallen zu kriegen. Die müsst ihr einfach nur umgehen, die könnt ihr gerne kaputt hauen. Das Positive ist, in diesen Phasen hättet ihr genügend Zeit, um euch zu heilen oder irgendwelche Items zu benutzen. Also ihr habt in diesem Kampf überhaupt keinen Stress. Dann geht das Spiel wieder von vorne los und hier sieht man schon, man kann in einer so einer Phase richtig viel Schaden anrichten. Das Gefährliche an dem Gegner ist prinzipiell nur, dass er in der zweiten Phase mit Phantomen auftaucht. Das heißt, der Gegner taucht auf, aber es tauchen auch Ebenbilder von ihm auf. Die unterscheidet ihr an der Farbe der Zaubersprüche. Wie ihr hier seht, schießt der Gegner lilane Zauber und seine Kopien schießen blaue Zauber. Doch selbst wenn die Kopien da sind, könnt ihr diese mit wenigen Treffern aus dem Weg räumen. Und das Beste ist, wenn ihr so wie wir in diesem Video hier möglichst viel Schaden in den einzelnen Kombos verteilt, ist die letzte Phase mit deutlich weniger als der Hälfte der Energie. Das heißt, ihr müsst den Gegner theoretisch nur noch mit einer Combo treffen, was hier auch gleich genauso passiert. Wenn das mit dem Ausweichen nicht euer Ding ist, dann rüstet ein Schild mit Zauberabwehr aus. Ansonsten seht ihr hier, Angriff ist mal wieder die beste Verteidigung. Und so müsst ihr nur noch eine Combo austeilen und der Gegner ist selbst in der kritischen Phase leicht besiegt. Weitere Tipps und Tricks gibt es natürlich wie immer auf www.xboxuser.de.